Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge LS19 auf der Map Felsbrunn. Ja, wie ihr seht, der Drescher ist noch fleißig am Dreschen. Ne, ich glaube, man erntet Mais. Maisernte. Wir können ihn auch gleich abtanken. Wir müssen den Motor auch mal dafür starten. Wenn er jetzt gleich dreht, dann können wir ihn eigentlich einmal abtanken. Und dann können wir auch gucken, wie viel Mais wie er drin hat. So, komm mal mit hier, unser kleiner Fendt. Na, klapp dich mal aus, müsste es bei 80% sein. Sehr schön, da kommt der erste Körner Mais. Unsere erste eigene Ernte. Ja gut, ganz eigen ist er nicht, wir haben das Feld so gekauft schon. So. Gucken, bleibt er stehen, bleibt er stehen. Er bleibt stehen, das ist sehr schön. So. Wollen wir auch da mal gucken, wo wir nachher den Mais verkaufen können. Vielleicht kriegt das in der Folge hin. Ich glaube nicht. Dieser Berg ist so steil. So, okay, voll. Voll. So, er fährt einfach mal auf den Nachbarfeld, ne? Was ist denn hier? Grüne Kartoffeln, okay. Müssen wir nochmal starten. So, dann können wir hier schon mal wieder weiter mit unserem Gras machen. Und senken. Wow. Alter, das ist aber auch. Der rutscht aber auch hier nach, Leute. So, dann haben wir das Feld. Hier ist dann bald Gras. Dann können wir auch bald schon. Wir brauchen auch dann nochmal einen Frontlader, brauchen wir auch. Und eine Gabel, wo wir die Ballen hier runterholen können. Uah. Aber was für Ballen? Hier machen wir ja eigentlich gar keine Ballen. Doch, natürlich machen wir Ballen. Heuballen machen wir ja. Ach, ganz vergessen. Heuballen. So, und zack. So, rum um die Kurve. Wow. Das dürfen wir natürlich hier nicht so lassen. Da müssen wir noch mal kurz zurück. Soll ja ein schönes Grasfeld werden. Sehr schön. Ich würde sagen, wir sind jetzt schon an der Hälfte bei dem Feld angelangt. So, und öffnen. Öffnen. Hoch. So, und rum um die Kurve. Runter. So. Ja, da haben wir es fast geschafft, das Feld. Fast, fast, fast. Und rum. Was ist denn hier los? Warum macht er nur so ein bisschen? So Leute, den können wir mal aus. Wir können ja mal gucken. Speichern, ja. Mais. Hier bringt er 800. Hafen Nord. Hafen Nord. Hafen Nord. Wo ist denn Hafen Nord? Da können wir mal kurz gucken. Ah, das ist bestimmt hier irgendwo. Hafen Nord, da müssen wir einmal durch die ganze Map fahren. Okay. Okay, das können wir ja dann mal. Wir können jetzt eigentlich mal weiter dreschen, oder? Leute. Na komm her, hier. Schmeißen wir mal an. Dann ernten wir jetzt mal schnell selber den restlichen Mais. Da zieht er die aber gut rein. Da zieht er die gut rein. So. Ja, komm, wir fahren aufs Nachbarfeld. Der hat uns das erlaubt, weil er noch nichts gepflanzt hat. Ja, und rum.
Dann schmeißen wir die gute Maschine wieder an. Das juckt, ich glaube, ihr hört das gerade, dass ich mich jucke. Entschuldigung. So, also, ein paar Mal ist es noch, aber auch nicht mehr so allzu viel. Naja, unten der Rabe, der pickt schon wieder. So. Und rum. Und zurück. Und wieder an. Oh, da haben wir eine Reihe zu wenig mitgenommen. So, nehmen wir die jetzt mal mit und dann fahren wir mal gerade. So, sehr schön. Dann ist unser Grashügel bald fertig, dass wir das erste Gras auch mähen können. So, zack. Und wieder rum. Auch nur 2000 bisher. Also viel hat das Feld nicht gebracht. Viel hat das Feld wirklich nicht gebracht. So. Wir hätten auch auf dem kleinen Feld, glaube ich, Raps anpflanzen sollen. Weil dieses kleine Feld dafür eine Strohpresse zu kaufen, das ist glaube ich zu wenig. Wir müssten mal nächstes Mal machen wir glaube ich auf beiden Feldern Gerste oder Weizen, das bringt auch mehr. Und wenn wir dann da jede Menge liegen haben, können wir es auch besser pressen. Was heißt besser? Dann würde sich das eher lohnen, wenn wir uns dann erst eine Maschine holen, eine Presse mieten, dass wir das weggepresst bekommen, dass da lohnt sich das schon mehr. So. So. Zack und rum. So, ein Viertel haben wir noch vom Feld. Haben wir das auch geschafft? Unser New Holland TX32. Der ist so gelb. Da wünscht man sich echt ein bisschen blaue Farbe rein. So. Das ist fast gerade das Feld wieder. Und rum. Um die Kurve. Jetzt können wir auf der Seite weitermachen. Können wir auch gleich noch mal den Rest ansehen, dann haben wir das auch. Verkaufen können wir dann auch noch fahren, aber schaffen wir glaube ich gar nicht alles in der Folge. In der Folge schaffen wir das gar nicht alles. So, komm, und an. So. Ich glaube, wir werden in dieser Folge noch erstmal den Mais verkaufen. Das wäre mal, das glaube ich, das müssten wir schaffen. Das müssten wir, glaube ich, schaffen. So. Noch einmal hoch und einmal runter. Dann haben wir das auch. So. Na komm, einmal müssen wir noch. Dann kannst du beides mitnehmen. Ne, eine Seite bleibt stehen, okay. Ist auch nicht ganz so tragisch jetzt. Zack. Also diese Animation, wenn man dagegen fährt, die sieht echt gut aus. Da haben sie sich mal was Schönes einfallen lassen. Komm, letzte. Können wir gleich öffnen. Bis aufs letzte Maiskorn.
Ja, komm, okay. Aus. So, dann wollen wir mal. Da wollen wir mal. Ah, hier kommen wir ja rüber, das ist ja sowieso nur Gras. So, und tschüss. Boah, der rollt auch nach. So. P, dann könnten wir eigentlich das gemietete Fahrzeuge. Können wir das gleich zurückgeben. Schon mal ausmachen. Wo hänge ich denn hier fest? So, kriegen wir den voll? Ich glaube nicht. Ist alle? Ja, ist alle. So, dann auf zum Hafen, Leute. Wir fahren noch einmal. In der Folge habe ich gesagt, das schaffen wir eigentlich. Einfach geradeaus oder? Ach, wir fahren hier lang. Da lang fahren oder da, das spielt eigentlich keine Rolle. Wir folgen jetzt einfach mal der Straße. Sehen wir noch mal wieder was Neues von Felsbrunn. Am Hafen sind wir noch gar nicht lang gefahren. So, zack, machen wir mal Tempomat rein. Wir fahren ja nicht so schnell. Ah, doch, schafft er. Oh, seine 50 schafft er, 53, okay. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht umkippen mit unserer Bereifung, Pflegebereifung, die wiederum gut ist, wenn wir jetzt bald unser die ersten Gra das erste Grasfeld abmähen. So. Oh, kämpft da ein bisschen. Ja, kämpft da ein bisschen. So. Jetzt eine große, lange Kurve. Das sind wieder so Kurven fürs Lenkrad. Ein Zug, oh, waren Schranken, das war aber knapp. Hat aber auch gerade so gepasst. Hoch, hoch, hoch. Ja, ist klar. Der Zug ist schon lange weg und ihr seid immer noch unten. Hat keiner gesehen, dass wir leicht gegengeditscht sind, oder? So. Hafen Nord. Gucken wir mal, wo der ist. Der müsste hier ist ja schon der Hafen. Gucken wir mal kurz auf der Karte. Wow, wir wollen nicht ranzoomen. Ah, zack, zack, durchfahren. Und da oben ist eine Abladestelle. Da gucken wir jetzt mal. So, und dann verkaufen wir unseren ersten eigenen Weizen, Mais. Mais. So. Wow. Da wollte ich jetzt nicht so rüber. Dürfen wir überhaupt hier lang fahren? Ja, klar, dürfen wir das. Wir dürfen das. Hier sind wir, glaube ich, irgendwie gerade ein bisschen falsch. So. Gucken wir nochmal. Okay, wir müssen hier lang. So. Hier müssen wir hin. So Leute, da brauchen wir auf jeden Fall ein Foto von. So. Da machen wir mal ein schönes Foto von. Sehr schön, da ist unser erster Mais drin. 8.000 hat es gebracht. Ja, doch mehr als gedacht. Ja gut, waren 10.000 Liter, ne? So Leute, aber ich danke euch fürs Zuschauen. Wir haben in dieser Folge viel geschafft. Das halbe Feld haben wir fertig, abgeerntet komplett.
Wir haben 8000 Euro verdient mit bisschen was zum Verkaufen. Das freut mich. Wir sehen uns auf jeden Fall in einer weiteren Folge und zwar wieder Montag wieder. Wenn ihr es wollt, schaltet wieder ein, würde mich freuen. Lasst mir doch mal Feedback da oder einen Kommentar oder was wir auch mal machen können oder Mods, die wir reinnehmen können. Das würde mich freuen. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.